Der Schaden. Ach, komm schon. Aber die haben so ein schönes Grummeln. Das sind echt schöne Gegner. Also die Tatsache, dass so ein Stufe 14er einen in der Luft so reißen kann. Aber naja, okay, das ist bei jedem Gegner so. Hab nur einen Stufe 14er besiegt und das war Glück. Eine ganze Menge Glück. Oh, Unmutagen haben wir auch noch gefunden. Noch mehr Mutagen. Boah, da kann ich ja hier wieder ein neues großes Muttergehen zusammen schustern, wenn es weitergeht. So, ist hier sonst noch was zu mitnehmen? Anscheinend nicht. Aber ein Gegner ist noch da. Natürlich, der Stärkste ist noch da. Hoppala. So, wir warten und 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 warten. Aber auch keinen Schaden an dem Vieh. Oh Gott. Ach, scheiße. Ich sollte mal ab und zu ein bisschen eher nach hinten gehen. 1, 2, 3. Weg. Sehr schön. Gegen die Viecher hilft die Taktik ganz gut. 1, 2, 3, 4. Ist das Vieh irgendwo stecken geblieben? Ach nee, das ist ein ganz... Oh, das war... Das war hier. Respekt. Kurz vorm Abnippeln. So, aber ja. Neues Vieh haben wir. Insektoiden. Endriagenkrieger. Du hast Angst vor den Endriagen? Warte nur ab, bis du die Krieger siehst. Klaus Altmann, Förster. Gegen die meisten Angreifer reichen endlose Wellen von Entriagenarbeiterinnen bereits aus. Sind die Feinde gefährlicher, hetzen die Entriagenkolonien ihren größere und stärkere Mitglied auf den Hals. Die sogenannten Krieger. Diese Kaste lebt nur für den Krieg und hat dazu beim Verteidigen der Grenzen der Kolonie und beim Erobern neuer Territorien auch reichlich Gelegenheit. Super. Goldener Pirol? Keine Ahnung, was das für ein Trank ist. Und Insektoidenöle. Super. Kann ich den noch was herstellen? Was? Keine Mutagene? Oh, komm schon. Man hat fast alle da. Von allem immer so ein bisschen was. Nichts so richtig. Hier haben wir wieder zum Glück das Bärenfell, was ich noch bräuchte. So, aber was könnte man denn mal noch machen? Ja, wir sind doch jetzt... Wer fällt ein? Das machen wir auch noch. Und dann haben wir hier einen Großteil schon befriedet. Sind wir richtig gut. Stufe 7. Und ein Großteil befriedet. Fetzt. So, die 100 Meter können wir wieder anständig laufen. Und danach bin ich bestimmt wieder erschwert. Oder? Hab ich kurz nochmal drauf geguckt. Nee, 97. Alles noch in bester Ordnung. Aber ich sollte mal wieder meditieren. Ein Banditenlager. Na geil. Ja, so muss es immer sein hier. Ausnocken, umhauen und das innerhalb von Sekunden. Freut man sich doch. Ach ey, komm, greif den an. Na komm, hier. Na, komm, greif an. Und nochmal. Das Plural. Hm. Also irgendwie haue ich den nur nach hinten. Ich mache nie so wirklich den Angriff, den ich jedes Mal erhofft habe, für einen Konter. Oh Gott, ich glaube, ich brenne. Scheiße. Ja, Moment. Wo haben wir noch mal Viecher zum Ausnehmen? Die Viecher haben wir nicht. Humanoide. So, das war's jetzt aber erstmal nicht. Kacke. Ah, schönes Ding. Das macht immer weniger Schaden als alles, das man jetzt schon hat. Und wo ist das Ding zum Lesen? Hier, im Tierpelz.
Bestiariumseintrag, sehr schön. Sie drangen in die Hütten ein und begannen mit der Durchsuchung. Zuerst besahen sie sein Bett. Sie fanden trockene Zweige, ein erster Hinweis. Denn Werwölfe kehren nach einer Jagdnacht im Morgengrauen zurück. Und an den Pfoten tragen sie die Reste des Waldes. Den zweiten Hinweis fanden sie unter dem Bett, ein Wolfspelz. Sicher hatte der Werwolf sich damit bekleidet, als er sich bei Sonnenuntergang verwandelte und ihn wieder abgelegt, als er am folgenden Morgen zum Manne wurde. Mit diesen starken Indizien beendeten sie die Überlegung und begannen mit der Jagd. Sie schworen, den Lykanthropen zu finden und in Silberketten zu legen. Naja, okay, also die legen den ja nicht an, die verwandeln sich ja direkt. War ja, wie gesagt, ein Fluch. So, was haben wir denn noch? Verfluchte Wesen. Ulftidin. Was ist das denn für ein Vieh? Ulftidin? Was ist denn das? Ein Fisch. Professor Artibus Johannes Rack, Geograph. Seit einer Vermessungsexpedition auf Skellige verschwunden. Ulftidin sind eine vorwiegend in Skellige zu findende Unterform der Werwölfe. Die rauen Bedingungen auf den Inseln erklären vielleicht, warum sie vorwiegend Menschen jagen und stärker als ihre Brüder auf dem Festland sind. Ältere und besonders gefährliche Ulftidin werden Worofs genannt. Bisher ist es nur wenigen Waghälsen auf Skellige gelungen, einen Ulftidin zu besiegen und bis heute wird jeder von ihnen in Balladen als Held besungen. Die Werwölfe sind Ulftidins und Worofs nachtaktiv. Wir Werwölfe sind Ulftidins und Worofs nachtaktiv, vor allem bei Vollmond. Sie sind schnell, stark und verblüffend zäh und sie töten mit verstörender Leichtigkeit. Man sollte Silberklingen und Teufelsbovisten gegen sie einsetzen. Außerdem ist zu beachten, dass Ulftidins, die dem Tode nahe sind, besonders gefährlich werden und mit doppelter Wut angreifen. Ferner rufen sie Wölfe zu Hilfe herbei. Okay. Und die ganz normalen Werwölfe. Elsa, Wilge, Schütze. Werwölfe sind teils Mensch, teils Wolf. In der Tierform dominieren die schlimmsten Eigenschaften beider Bestien. Der Tötungstrieb des Wolfs und seine Gier nach rohem Fleisch. Dazu die grausame, berechnete Intelligenz des Menschen. Werwölfe sind das Ergebnis von Verfluchungen. Die Verfluchung vollzieht sich außerhalb ihrer bewussten Kontrolle. Wenn sie wieder zu Menschen werden, erinnern sie sich nicht an ihre Taten. Wenn sie es täten, würden sie den Verstand verlieren oder sich umbringen. Werwölfe sind nachtaktiv und vor allem bei Vollmond. Sie jagen zwar alleine, doch bei Gefahr rufen sie Wölfe zu ihrem Schutz herbei. Fliehen müssen sie freilich selten, da ihre Gegner in der Regel rasch besiegt sind. Sie schlagen mit rasiermesserscharfen Klauen blitzschnell zu und regenerieren Verletzungen innerhalb weniger Augenblicke. Vor Kämpfen gegen Werwölfe sollten Hexen ihre Klingen mit Ölen gegen verfluchte Kreaturen überziehen. Außerdem sind genügend Teufelsbovisten bereitzustellen. Bisweilen lässt sich der Fluch, unter dem ein Werwolf steht, brechen, doch dazu gibt es keine narrensichere Methode. Hexer mit einem solchen Vorhaben sollten daher viel Geduld mitbringen und eine zähe Rüstung. Ja, super. Sonst noch irgendwas? Irgendwas zum Herstellen? Nee. Das war's. So. Haben wir wieder was gelernt vom Bären. Das, dann hier noch ein bisschen ins Süden. Das südliche Eck ist auch ein bisschen weit ab vom Schuss, ja. Boah, vor allem dieses Sumpfgebiet, ey. Will man da... Was ist das denn? Sieht aus wie ein riesen, akkurates Lager. Oder ein Friedhof. Eins von beiden. Massengrab oder Lager. Man könnte sagen, es ist ein Lager. Denn hier ist bestimmt irgendwann mal Creekside. So, ja, was macht man jetzt? Jetzt gehen wir erstmal wieder verkaufen. Und zwar, wohin denn? Das weiß man jetzt erstmal nicht. Erstmal wieder zurück in die Stadt. Wenn man nicht weiß, wohin, erstmal wieder zurück in die Stadt. Find den Agenten namens Hendrik, ja, du mich auch. Mann, Scheiße. Will doch nur hier geradeaus. Zum Schnellreisepunkt. Schnellreisepunkt, der hier sich versteckt.
Und wo geht's denn jetzt mal hin? Wie gesagt, Stadt. Es ist bisweilen immer am sichersten, was Verkäufe angeht. Da hat mich bis jetzt immer am meisten an den Mann gebracht. Oder ich werde in Zukunft einfach keine Schwerter und allen möglichen anderen Shit mehr annehmen. So, na komm schon. Plötze. Was? Da brauche ich das? Oder hat er mit jemand anderem re-raided? Na komm, ein bisschen schneller kriegt man es schon hin. Er kann zwar nicht ewig schnell raiden, aber trotzdem. Bist du ein Hexer? Nö. Ich sehe nur zum Spaß so aus. Was eigentlich auch stimmt, aber. Ist ja auch egal. In die Taverne muss ich auch nochmal. Ich sag dir, ich hab einen Aal gefangen. Der war so, was haben wir denn hier? Studenten und Gelehrte aufgepasst. Habt mal schon. Personen, die behaupten, Absolventen. Nein. Stiefel die ganze Absatz Oberlederreparatur inbegriffen. Schön. Beim Ankunftsaufwärter der Notizen der Vorträge. Na, brauchen wir nicht. Kennen wir alles schon. Mucke, yay. Was kann ich für dich tun, was ich heute nicht habe? Ja, das könnte er vielleicht sogar besorgen. Super. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was. Vielleicht sucht er sich was aus, vielleicht lässt es aber auch sein. So, wir nehmen mal wieder ein bisschen Farbe mit. Und Allraunlikör kostet ja ewig viel. Alter, ist das halt teuer. Wieso kostet das nur so viel? Ist ja unmöglich, dass das so in den Preis geht. So, ein Hasenfell. Ja, Bärenfell. Was mache ich jetzt mit dem Bärenfell? Das behalten wir erstmal. Weiß ja nie. Und das kann erstmal alles weg. Kämpft doch lieber gegen Monster aller Art. Statt dann gegen sowas. Okay, das kann weg, kann weg, kann weg. Nur wie gerade Langschwert kann weg. Das habe ich immer noch da. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Das kann schon mal weg. Das kann auch weg. Die Hose kann auch weg. Was sind das für Stiefel? Leichte. Beide können weg. Jo, da haben wir doch erstmal wieder ziemlich Geld gemacht. Haben auch ein bisschen Gewicht ablegen können, endlich. Ha. Ich mach 3 Kreuze, wenn ich dieses Lager endlich mal benutzen kann. Das wäre schön. Der schön. Eine leere Flasche. Nehme ich da gleich mal mitgenommen. Nee, Moment. Leere Flaschen gehen nicht ins Gewicht. Sehr schön. Die waren ja hier. Nee, doch. Fläschchen. Nee. Das sind leere Flaschen. Nehmen wir beide mit. Und alle raunen Dingeling. Ja, hier kann man nicht einfach so von einem Menü zum anderen wechseln. Es wäre trotzdem schön, wenn man Alchemie nebenbei in allen Handelsfenstern öffnen können. Das wäre schön. Hätte man keine Probleme, könnte man es einfach aufmachen und gut ist. So, vielleicht hat der das. Zeige er mir seine Ware. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Vielleicht kann er mir ja wieder was Neues schmieden hier. Ich bin ja immer in Stufe 7. Oder wir holen uns natürlich wieder ein paar Handwerksschemen. So, nehmen wir das, das, das. Haben wir jetzt alles da. Vor allen Dingen ist das leicht besser als das, was ich jetzt anhab. Ne? Super. Toll. Und die Rüstung ist auch besser als die, die ich jetzt anhabe. Und es ist die, die ich aus Versehen verkauft habe. Ja, da beißen wir uns jetzt immer noch ins Knie. So, Kavalleriehosen. 5. Anlegbar auch noch. Super.
Stufe 9. Nee, nee, nee. Ja, dann doch lieber die. Moment. Haben die überhaupt irgendeinen Effekt? 3, 1. Vitalität hat das Ende nochmal in sich. Also die 5 Rüstungen sollte man dann doch lieber nicht dahin nehmen. Nee, nee. Ja, vielleicht. Nö. Redanische helle Bodenrüstung. Die sieht ja mal geil aus. Aber erst Stufe 15. Schade. Was hätten wir noch? Können wir nicht anlegen. Ist die Stufe 8. Ach nee, das war das, was ich hier hatte, was ich aus Versehen verkauft hatte. Dich noch. Nee. Schema Spirog, super. 63, so mein günstiger als das, was da drin ist. Oh, toll. Schnur brauchst du noch, ist klar. Auf Schlitzenresistenz. Ja, nimmst du jetzt das? Oder nimmst du jetzt das? Das heißt, auf Schlitzenresistenz plus 10. Und das hat nur 20 und zerschmettern durch Bohrenresistenz und so weiter und so fort. Ja, was ist jetzt schöner? Mehr Rüstung oder mehr Resistenzen? Es ist blöd, wenn man sich dann nie einig werden kann. Das Gute ist wenigstens, bei den Stiefeln braucht man sich nicht einig zu werden. Also, wo ist jetzt diese... Das war's nicht. Ah. Baue ich mir jetzt so ein Teil? Ich baue mir jetzt so ein Teil. So, dann reparieren wir mal noch ein paar andere Sachen. Nehmen wir das auch noch als Reparatur. Das auch noch. So. Wie war das? Das Ding kann weg. Oder ist das das? Das kann weg, okay. Was ist jetzt der Handel wieder? Das ist das Neue, das wird angelegt und... Na gut. Zerlegen. Wollen wir denn mal was zerlegen? Das jetzt zerlegen würde, kommt ja auch fast... Ey, da kommt genau dasselbe Zeug wieder raus, was ich hier reingesteckt habe, oder? Das ist ja echt schick. So. Aber deshalb bin ich nicht hier. Bis dann. Moment, habe ich jetzt so eine Art skellige Dings gebaut? Nee, das sieht ja anders. Schützen, Gambeson. Vom Aussehen her ist es ja gleich. Wieso ist denn das aber total rot? Würdenzeichen-Intensität plus 4, plus 4. Davon stand aber nicht drin. Ja. Ich sollte vielleicht mal doch ein bisschen Zeichenkraft hier reinsetzen. Was habe ich denn? Kleine Igniglyphe. Ah, klar. Ich will ja die auch nochmal verbessern. Da gibt es doch bestimmt auch noch Hersteller aller Arten. Vergiften wollte man nicht. A-Zeichen-Intensität, nee. Eine Kombination aus ja, Chance auf Anzünden und Chance oder erhöhte Igni Schaden. Das wäre ziemlich cool. So, jetzt will ich aber den Rest erstmal loswerden hier. So, zeig mir deine Waren. Und wir haben... Ja, 97. Ein bisschen Gold ist besser als das Zeug zerlegt. Wir sammeln ja eh ewig viel. Oder? Wie viel ist das, wenn ich das zerlege? Ach, nicht. Das sammelt man schneller, als dass man hier was findet. So, wundervoll. Wunderbar. Bis dann. Und mein Inventar sagt mir, ich habe immer noch viel zu viel drin. Sind anscheinend doch die Runen, die etwas zu sehr ins Gewicht gehen.
Dann wollte ich auch nochmal in diese blöde Taverne rein hier. Seine Majestät, König Radovid. Oder vielleicht noch ein paar Schwerter machen? Nö, muss ich nicht sehen. Wo ist denn jetzt bitte diese Taverne? Bin ich hier lang zur Taverne gegangen und dann irgendwann rechts, links? Nö. War doch hier irgendwo. Gibt's denn nicht? Jetzt bin ich hier wieder bei dem Waffenschmied. Den will ich doch nicht. Ich will zu dieser blöden Taverne. Da muss ich mich dann wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückverlaufen. Da ist er doch. Wunderbar. Wo ist der Eingang davon? Redania. Ja, ja, ja. Anne Koch. Aha. Ah, und da haben wir doch dieser Typ Stepan. Mit dem sollte ich doch reden. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann nicht schaden, die Dinge klarzustellen. Was haben sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Wow. Da kann man sogar Gwent spielen. Schönes Ding. Darf ich mich mal umsehen? War ja fast offensichtlich. Ja, na gut. 688. Ach, wir haben erstmal die ganzen Scoia'tael, Zwergenscharmützler, nochmal Scoia'tael, Rehead und Horn des Kommandanten. Ja, schönes Ding. Oh, wunderbar. Und dann nehmen wir das hier mal noch. So, jetzt muss ich aber ein bisschen Kohle wieder reinbekommen, indem ich mal was verkaufe, was ich denn mal hier dabei habe. Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich nichts an den verkaufen kann. Also bitte. Ich kann nur sowas verkaufen. Sowas will ich nicht verkaufen. Es tut einem echt in der Seele weh. Zum Glück haben wir so sehr auf uns aufgepasst mit dem Geld. Sonst hätten wir das jetzt nie im Leben machen können. So, ist denn das Zeug? Da, Alkohest. Nee. Erstmal eine weiße Möwe. Ja, klar. Den Kirschlikör brauchen wir doppelt. Und den, das andere Zeug haben wir schon doppelt. Hätte ich es ja auch gar nicht erst kaufen brauchen. Kotzt mich sowas an. Ja, Moment. Was brauchen wir denn mal noch hier alles? Können wir erstmal das hier herstellen. Mit der weißen Möwe können wir dann nämlich irgendwas anderes noch machen. Weiß aber jetzt leider echt nicht, wo die weiße Möwe noch benutzt wird. Weiße Möwe hier, einmal. Mistelzweig einmal. Och, jetzt habe ich mir das nicht kaufen. Okay. Da regt man sich doch auf. Ja. Und wir spielen eine Runde Gwyn. Nicht gegen jeden und immer um hohe Einsätze. Gegen dich. Vielleicht. Na dann spielen wir. Ich spiele zu deinen Bedingungen. Oh Gott, um hohe Einsätze. Oh. Also. Aha. Das kommt auch nochmal mit rüber. Aber hier Kaiserreich, wann hast du nicht gesehen? Nehmen wir auch noch mit rein. Mit rein. Ah, Kampfverteidiger. Schick. Ah, hier sind sie wieder. Die Tausenden, die man da mit reinholen kann. So, davon gottverdammte Infanterie ein. Wieso? Nicht einmal, dreimal. Moment. Wenn man die ist immer verdoppelt, zweimal oder dreimal, hat man. Aus 1 wird 2 und aus 2 wird 4. Müsste. Egal. So spielen wir aber nicht. Das gegnerische Anführer, ja, die Fähigkeit ist angehört. Was? Blöder Nilfgaarder. Aber zum Glück. Ach nee, scheiße. Sowas gibt's ja auch noch. Es gibt ja Anführerfähigkeiten und dann gibt's ja auch noch die Fraktionsfähigkeiten. Oh, hier gibt's für alles eine Fähigkeit.
So, klärende Kälte. Schwach, schwach, ja. Gut, 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 gut. So, Moment. Ich habe einmal zwei Belagerungen, insgesamt dann plus den einen dann so. Da kann ich den jetzt schon mal weghauen. Kriege ich meinen dichten Nebel wieder. Sehr schön. So, wir wollen jetzt gewinnen. Ganz schnell. Dann nehmen wir... Okay, das ist in der zweiten Runde dran. In der ersten Runde ist Nahkampf dran. Nicht, dass mir dann aber die Eiseskälte reindrückt. Da wären wir jetzt erstmal... Ah, das ist scheiße. Ich könnte einen von denen schon mal mit benutzen. Ne, ach, ich mache jetzt einfach hier Fernkämpfer drauf. In der ersten Runde wären Fernkämpfer reingeballert. Und in der zweiten Runde die Nahkämpfer. Wir hoffen, dass der keinen Nebel auf der Hand hat. Und wir haben es gewusst. Sehr schön. Das macht das Ganze schon mal ein bisschen interessanter. Machen wir jetzt Eiseskälte oder spielen wir jetzt den anderen Chip? Nee. Wir werden jetzt belagern. Wenn der belagert, dann belagern wir besser. Und dann können wir auch noch Eiseskälte spielen. So machen wir das jetzt hier. Der noch einen Nahkämpfer reinhaut. Na toll. Blöder Arsch. Na, da müsste man dann doch wiederholen, hä? Genau. Nicht ist mit einfach so Zeug verbrennen. Ach du Scheiße. Wie kriege ich das jetzt noch hingedeichselt. Na gut, dann muss ich jetzt einmal passen. Oh, scheiße. Hat dem wenigstens seine passive Fähigkeit nichts gebracht. Was? Von der gibt es eine Karte? Das ist ja mies. Da geht die fremd. Und ich muss wieder zu anderen Konditionen spielen. Shit. Ich krieg nie im Leben die 17 hin. Es geht einfach nicht. Klappt nicht. Das muss nochmal probieren. So, aufgeben ist nicht. Aber ein Restart-Dingens können wir auch nicht machen. Schade. Vielleicht solltest du wiederkommen, wenn du ein besseres Blatt hast. Oder spielen kannst. Ja, ich gebe dir gleich spielen kannst oder besseres Blatt haben. Oh, ich hin? So, einmal Quint bitte. Eine Partie Quint. Warum nicht? Ich spiele zu deinen Bitten. Ja, hohe Einsätze. Wir haben hier überhaupt keinen Einsatz gehabt. Fragt man sich doch, wieso? Na dann. Ey, das ist doch so mies, wenn man die Fähigkeit von Gegnern dann einfach so ausnockt. Okay, das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt noch mit rein haben will in Zukunft. Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Naja. Gut. Aber. Wobei. Nee, doch. 1, 2, 3. Verbessert 3. Doch nur in einer guten Kombination. Da kann man doch. Genau. So muss das sein. Und schon sieht das doch toll aus. Vielleicht hätte ich den noch austauschen können. Shit. Okay, ich kann jetzt leider eine Eiseskälte rausspielen. Ja, jetzt habe ich das, was mir nicht bringt. So ein Kack. Jetzt kann der das zu mir spielen und alle sind glücklich oder wie oder was. Es ist da eine Finte draußen. Was macht man damit? Also er hat Nebel. Das wissen wir schon mal. Wieso habe ich denn das gespielt? Oh Mann. Frigi Dingens Vigo. Okay. Aber wir hoffen einfach, dass das jetzt funktioniert. Ich hätte natürlich die normalen spielen können. Weil den Megaschaden, den sollte man doch noch beibehalten. Für Notfall zumindest.
So. Das. Sehr schön. Okay, 25. Will ich das jetzt riskieren? Nee, wir machen das erstmal noch weiter. Wow. Das ist auch eine miese Taktik. Moment, 10. Kommt der denn auch auf 37? Wenn man eine ganze Hand voller Spione hat, kriegt man im Grunde am Anfang den Gegner dazu, einmal zu gewinnen. Und dann hat man so viele Karten auf der eigenen Hand, dass man den in den nächsten zwei Runden niedermachen kann. Das ist eine super Taktik. Ich habe die Karten hier unterschätzt. Naja. Was mache ich denn jetzt mal noch? Will ich mir noch aufheben? Das in einer guten Kombination. Werden wir mal noch reinhauen. Und dann können wir passen, weil die letzten Karten behebe ich. Jetzt kommt meiner wieder. Super. Und der braucht natürlich die ganzen Karten, weil sonst ist...